Niedrigzinsen, Regulatorik und Digitalisierung haben den Bankensektor in festem Klammergriff. Und gerade die deutschen Banken leiden besonders darunter. Und das zeigt unsere neueste Bankenstudie sehr, sehr deutlich. Was Wachstum angeht von Bilanzsumme, lagen wir über die letzten 10 Jahre bei ca. 1,5%. Andere europäische Länder, Großbritannien, Schweiz, aber auch die USA waren da deutlich drüber. Was viel entscheidender ist und die strukturelle Krise der deutschen Kreditinstitute besonders deutlich macht, ist, dass die Eigenkapitalrendite nach Steuern 2015 bei 2,3% gelegen hat, also deutlich unter Kapitalkosten. Unsere Analyse zeigt, dass für die Situation der deutschen Banken im Wesentlichen 4 Gründe verantwortlich sind. Zum einen eine hohe Abhängigkeit vom Zinsgeschäft. 73% Anteil des Zinsüberschusses am Rohertrag sind der Spitzenwert im internationalen Vergleich. Zweitens eine hohe Kostenbasis. Mit einer Cost-Income-Ratio von 69% liegen wir international an der Spitze, trotz aller Sparanstrengungen. Drittens der hohe Fragmentierungsgrad und die geringe Konzentration des deutschen Marktes. Wir verfügen mit über 1700 Instituten über mehr als 10-mal so viele Banken wie in Japan, 4-mal so viele Banken wie in Frankreich. Und das verhindert natürlich, dass wir Skalenvorteile optimal nutzen können, beziehungsweise führt auch zu einem intensiven Preiswettbewerb. Letztlich und als 4. Grund ist auch die Anpassungs- und Innovationsgeschwindigkeit der deutschen Banken steigerungsfähig. Unsere Analysen zeigen sehr deutlich, Deutschlands Banken werden noch mal kräftig an die Kosten ran müssen. Wir reden über eine notwendige Einsparung von mindestens 30%. Das übersetzt sich in Euro in 25 Milliarden und heißt, dass auch über 100.000 Arbeitsplätze und ca. 10.000 Filialen bedroht sind vom Abbau. Und das wird kommen, zwar nicht von heute auf morgen, aber über die nächsten 10 Jahre hinweg. Zweites Thema, und auch das ist überfällig, ist Konsolidierung. Wir haben lange diskutiert im Markt über too big to fail. Unseres Erachtens ist die Frage heute vielmehr too small to comply oder zugespitzt too small to survive. Und wir erwarten Konsolidierungsschritte sowohl im Inland als auch international. Dreh- und Angelpunkt für den künftigen Erfolg wird natürlich auch die Neuausrichtung der Geschäftsmodelle sein. Und das in einer Geschwindigkeit, die dem digitalen Zeitalter angemessen ist. Das heißt zum Beispiel für die Spezialisten, ihre Nische noch stärker zu positionieren am Kunden oder über Skalenvorteile. Für die Regionalbanken heißt es beispielsweise, ihre Rolle als Kunden- und Vertriebsbank noch stärker zu spielen als in der Vergangenheit. Dabei wird die Produktbereitstellung und die Infrastruktur zunehmend institutsübergreifend oder auch institutsgruppenübergreifend erfolgen, wie das heute teilweise in Ansätzen schon praktiziert wird. Und auch Fintech sehen wir nicht als Bedrohung, sondern als sinnvolle Ergänzung und Kooperation, das bestehende Angebot auszubauen und zu erweitern. Als Fazit lässt sich festhalten, die deutsche Wirtschaft braucht starke Banken. Die Rahmenbedingungen für Banken werden sich auch auf lange Sicht nicht verändern. Die Herausforderungen bleiben. Angesichts dieser Tatsache müssen deutsche Banken radikal an Kosten ran, müssen das Thema Konsolidierung aufnehmen und müssen vor allem ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten. Das Ganze jetzt duldet keinen Verzug. Die Stunde der Entscheider ist gekommen.